I'm the one who plays Minecraft. Eins, los. Los geht's, Leute. Wir haben Spaß. Bin das Intro, drop the beats. Herzlich willkommen zu unserem Ultra-Projekt. Der Name habe ich jetzt Citycraft? Citycraft? Cube Citycraft, yeah. Oh yeah. Ich komme mal zu euch runtergeschniedelt, ne? Let's go! Yeah! Ich kann nicht filmen und da. Oh mein Gott. Oh. Komm, wir fladen uns in die Leiche. Nein, meine Leiche ja, muss... Spaß, nein, ich habe Hunger und ich würde gerne tot an seiner Leiche knabbern. Aber meine Leiche ist doch gar nicht gut. Warte, ich komme. Doch, die Leiche ist sehr gut. Ah, so. Ich habe da Erfahrung Töte damit. Ich werde einfach jetzt nochmal ganz kurz sagen, also wir haben Monsieur Rocktox am Start, da vorne rennt er. Genau. Hallo. So. Ja, hallo. Übrigens, alle hier sind verlinkt in der Videobeschreibung. So. Genau, das sowieso, genau. Und Zomok ist auch dabei, Rocktox und ja, Zomok. Genau. Unsere. Und die anderen Herren außen Norden sind auch wieder da, natürlich mit dabei. Oha, Killer. Ja, das war ein bisschen schlecht. So, ihr heißt hier drin ja gar nicht so wie im TeamSpeak. Wie soll ich euch denn jetzt... Nein. Das ist Rocktox hier, Monsieur Ding, ne? Und ich habe einfach meinen alten YouTube-Namen... Okay, dein alter YouTube. Was steht denn hier? YouTube? Ah, okay. Da Sakul 93. Lukas ist auch noch jemand, der bei dem ganzen Projekt hier mitwirkt, aber heute ja. Abend ist er nicht mit dabei. Leider nicht, nee. Man weiß es nicht, was da los ist. Und ja, so, okay. Also, man sieht auch, wir haben, das muss ich jetzt noch kurz sagen, wir haben dieses Mario, Super Mario Pack. Pack to Pack, Resource Pack. Und ja. Und ich hab Standard irgendwas, keine Ahnung. Ja, genau, ich habe auch default. Was eigentlich auch sehr beliebt Standard ist, ne? Also man muss ja nicht eigentlich immer diese Ultra-HD-Kack-Packs nehmen. Oftmals sind auch die Defaults sehr beliebt, bei den Zuschauern zumindest. Ja. Das war mein Default-Pack, so muss ich es erwähnen. Achso, hast du ein bisschen verändert, überall deinen Namen draufgeschrieben. Ja, habe ich diesen Baum hier abholzen wollen und da geht einfach nicht ab, das ist... Das ist der gemeine Baum, der Gemeinheit. Das ist schon meine, nicht Spitzhacke, sondern mein, keine Ahnung, was Hacke am Arsch. Ja, ich muss mir Holz abbauen. Ich brauche genau, das, wir müssten eigentlich auch wollen. Wo wollt ihr eigentlich eure Häuser hinbauen und wo wollen bauen wir Hilfe? Wollt ihr mal kurz schauen, wo ich mein Haus gebaut habe? Ich möchte dein Haus sehen, bitte. Führe uns hin. Ja, das ist gleich nebenan, neben Lukas. Ich gehe jetzt hin und muss mir das Haus erstmal anschauen. Die große Treppe mit irgendwas davor. Ich lernte mal hier, nur mal so informationsweise. Oh, guck mal hier. Bitte bedient euch, bist du freundlich. Ey, cool, der hat sogar eine Sauna. Guck mal, eine Sauna. Was du, was hat, du alles hast. Lukas mir schön hineingeschmissen, das war ich nicht mit der Sauna. Jetzt hast du eine Sauna-Pech gehabt. Das Lügchen. Da hat er dir was geschenkt. Aber das ist doch auch schön. Da kann man muss sich auch über die kleinen Saunen im Leben freuen. Vor allem, man kann von draußen voll gaffen. Wir müssen uns mal ein paar Frauen einladen. Ja, die Sauna mit den Fenstern, das ist die Frauensauna. Ja, genau. Die Männersauna ist im Keller. Ja, will keiner sehen. Ich möchte den ausblenden, weil da ist ein bisschen blöd, wenn da immer steht Kacke und so und naja. Das ist echt blöd, wenn da Kacke steht. Wie kann man das dann wegmachen? Ich habe den Chat mal gehiddenend. Auf hidden, genau. Ja, achso, du hast auf Deutsch, ja. Ja, ich als Schweizerdeutsche muss natürlich Deutsch lernen, dann sehen wir. Nee. Natürlich, ja, hier richtig geht ja. Ja? Ah, interessant. Man hört es nicht. Schweizer. Ja, ich bin aus Österreich. Man hört's auch nicht. Da haben wir eine richtige Runde hier. Eine richtig schön kunterbunt, international vermischt, gemischt. Schweiz, Deutsch, Österreich. Ja, der Schweizer. Ein Schweizer und ein Österreicher. Mitternachtsfernsehen. Mitternachtsfernsehen. Ja, übrigens im Fernsehen läuft da nur noch Stuss, ey. Deswegen am besten gar nicht anschalten, einfach direkt hier weiter gucken, die kommenden Folgen. Ja, liebe, genau. Liebe Zuschauer. Da habe ich gestern drauf vorbereitet. Gestern eine South Park-Folge gesehen aus der neuen Staffel, wo es auch um Minecraft geht. Ich habe so gelacht. South Park ist. Welche Staffel ist denn das? 17. Ach du Scheiße, so viel gibt's schon? Ja, es gibt schon 17 Staffeln South Park. Ach du Scheiße, ich habe bei etwa 4 aufgehört. Welche Folge ist? Ich hab gerade den Überblick gar nicht mehr. Was hast du da geschaut? Was war denn da in der Folge zu sehen? Ja, also es ging eigentlich hauptsächlich darum, dass sich die Eltern von allen Kindern irgendwie solche Ehepaare bringen sich gegenseitig um Shows angeschaut haben. Ja, ja, also doch, genau, stimmt. Mordfälle halt. Und die Kinder wollten das nicht, weil da sind plötzlich nämlich wirklich Eltern zum Mörder geworden, gegenseitig. Jetzt haben sie denen ein Passwort ins Kabelfernsehen reingetan, das nur ein Kind lösen kann. Das war, wie zähme ich ein Pferd in Minecraft.
Das ist so eine richtig geile Folge, auch mit diesen Leuten dann von der Fernsehgesellschaft, die sich aneinander die Nippel reiben. Genau, und es geht ja dann irgendwann so weit, dass halt die Eltern dann Minecraft spielen anfangen. Und natürlich, weil sie alles nachmachen müssen, bauen sie halt dann in echt auch, also spielen sie in echt quasi Minecraft. Ja. Und dann kommen sie halt, sehen sie plötzlich vom Butters den Vater in so einem riesigen Schloss auf irgendein Gebäude gebaut und die Polizei umstellt ihn, kommen sie jetzt endlich da raus. Ja, so, ich weiß ja nicht mal, wie ich das gebaut habe. Und dann kommt der Randy Marsh vorbei. Also der Vater vom Stan mit so einem, mit so einem Vorschlagkammer, hey, ein cooles Haus, was du gebaut hast. Und Butters Vater schreit da so, verschwinde, du scheiß Griefer. Das ist echt eine geile Folge. Ja, ist das Spiel eigentlich richtig lohnenswert? Weil ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, das mir zu goofen. Also, wie gesagt, ich konnte bis jetzt die deutsche Version noch nicht spielen. Ich spiele jetzt immer noch die englische. Ja. Weil die deutsche muss schrecklich sein von der Zensur her. Muss okay. Richtig schlimm sein. Es wurde ja auch gesagt, wegen, also ich habe gehört, wegen der Stick of True, wegen Hakenkreuz, und das hat, haben die alle rausgeschnitten oder so. Ja, also aber nicht rausgeschnitten, überdeckt. Nee, zensiert. Ja, und so, zwar durch richtig schwarz, also durch so schwarze Balken. Und es ist teilweise so schlimm, dass du außer schwarzen Balken nichts mehr siehst auf dem Monitor. Mann, das ist ja krass. Und halt ein weiterer Witz ist ja eigentlich, diese Nazis, die da auftauchen, haben alle als, also reden alle wie Hitler. Also so alte, haben sie einfach so Soundschnipsel von alten Hitler-Reden genommen. Nichts Schlimmes. Jetzt ist ja ein Witz daran. Also ich fand das einfach herrlich, also zum Totlachen. Mhm. Und das wurde halt auch rausgeschnitten. Ich glaube, in der deutschen Version sagt dann irgendwo jemand mit so einem jetzt wirklich schwulen Deutsch, Achtung, Vorsicht. Das ist der Scheiß. Ich finde es auch generell, also mich, wenn ich dann wirklich was auf einen Film oder ein Spiel auf Englisch mir eben antue, dann müssen die Untertitel auch sein, weil man versteht eh, man versteht es ja eh, und dann liest man aber dennoch meistens sehr gezwungenermaßen irgendwie mit, wenn man da Untertitel sieht, ne? Dann mache ich auch immer die Untertitel auf jeden Fall aus, weil das sonst voll in den Spielspaß hineingeht. Haben wir irgendwo eine zentrale Mini oder so, wo wir farmen können? Also hier links, man sieht Wollen und mich hier in dieser einen, links der Häuser, von den Häusern. Da sind wir am Werkeln. Vor allem, ich könnte mal ganz dringend Fackeln gebrauchen, weil ich merke, je tiefer man sich reingräbt, desto klavier das natürlich. Ich wollte, was ist das? Ah, das ist der Ofen. Arkadien, die sind aber jetzt neu, oder? Ja, ja so alles ist ziemlich ist neu in Minecraft. Ich habe ewig nicht mehr gespielt, muss ich auch sagen. Meiner Schande. Ist hart, ne? Ja, und dann kommen dann Updates raus und dann... Die ganzen Neuerungen kennen wir selbst noch nicht, also... Es sind elends viele Monster unterwegs. Wir hatten jeden Abend scheiß viel zu tun wegen scheiß viel. Scheiß Monstern, ey. Ich gucke, oh nein, der wird mich doch jetzt nicht beschießen. Oh, der beschießt mich, oh nein, bitte nicht, lass mich in Ruhe. Ich musste irgendwie meinen Vorgarten irgendwie zweimal wieder reparieren, wegen scheiß Creepern und so. Ja, hab ich vor der Aufnahme auch schon mitbekommen, weil mit der mein Creeper geküsst oder wollte mich küssen. Ich hab vorhin auch was repariert, oh nein, ich werde doch jetzt nicht sterben. Ich werde doch jetzt nicht. Nein. Zomok, hast du bei dir irgendwas zu futtern in deiner Butze? Ja, ich glaube 18 Brote und 3 Fisch. Und ich habe noch 15 dabei. Okay, Jungs, wir machen jetzt Folgendes. Wenn es jetzt gleich wieder hell wird, dann sorgen wir mal dafür, dass die Nachtzeiten nicht mehr so lang sind. Das heißt, jeder von uns bräuchte ein Bettchen. Ich hab ein Bett. Ja, erstmal okay. Wolle und ich bräuchte auch Holz, aber irgendwie gibt's hier kein Holz mehr. Mhm. Wolle, ja, Holz ist Mangelware, Wolle ebenfalls, das haben wir sehr schlecht gefunden. Also ja, ich war mir fast schon dabei, Wolle zu cheaten, aber... Ach, guck mal da, was ist denn da los? Ich finde kein Essen, oh Gott, ich werde sterben. Hier wächst gerade nichts. Komm mal mit. Nee, Jungs, deswegen sage ich halt, wenn die nächste Tageszeit anbricht und wir wieder in Sicherheit sind, also wir draußen rumrennen können, dann sollten wir die Zeit damit verbringen, ein paar Schäfchen zu suchen und Holz hätte ich im Zweifelsfall dabei. Ich bin bei Zomok zu Hause, ich stehe hier vor seinem Haus hier. Hast du so gehe... oder was? Warte mal, so, hier, so. Ja, so Essen. Da, hallo, Essen. Nein, jetzt hat's der andere angesetzt. Oh nein, Achtung. Sachel, ich verhungere auf einmal, okay? Der Fisch hat viel mehr Proteine, Vitamine und Cerealien. Hast du Fische gefangen? Hier. Ich habe Fische gefangen. Ich habe es vorhin noch kurz gemacht, ich dachte als kleiner Startbonus. Es wird wieder Tag, yay. Habe ich es mir selbst erlaubt. Okay, sollen wir es jetzt wirklich angehen? Oder Killer, sollen wir zwei für das ganze Team genug braucht Schafe? Braucht jemand noch ein Schwert? Ich habe eins über. Ich habe schon eins. Sehr nett. Also Schwert könnte ich gebrauchen. Hier, Wallen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Holz farmen. Ich brauche unbedingt Holz, ey. Okay, also Killer, sollen wir es angehen? Sollen wir Schafe jagen gehen? Ja, machen wir das. Ich habe gerade voll den merkwürdigen kleinen Bildfehler. Bei mir ist gerade, wenn die Sonne da aufgeht, ich kann mich so umgucken, dann wird es kurz dunkel und dann wieder hell.
Wegen Shader? Das ist eben dein kleiner Shader-Mod. Aber du Scheiße. Voller Fehler ist natürlich. Das ist der Shader-Mod. Das ist der Shader an diesem Mod. Ich hab mir mal anderen Shader-Mod angemacht, aber da sieht die Welt ganz merkwürdig aus, wie sie flackert. Wie sie von mir hin und her flackert. Also der Mod gefällt mir. Der Shader-Pack gefällt mir wirklich sehr gut. Also der ist richtig, weißt du, auch so mit Unschärfe und so. Das sieht ziemlich geil aus. Achso. Aber anscheinend immer in diesen Sequenzen, wo die Sonne untergeht bzw. aufgeht, ist es kurz so am Flackern. Mhm, ja. Ich sehe immer, wie es so streifenweise heller wird, sehe ich es immer. Aber das Flackern werde ich jetzt einfach mal ganz dezent wegdenken. Mit meinem Shader kann ich in die Sonne sehen und es ist verdammt nochmal geil, wie im echten Leben, ehrlich. Ja, das habe ich auch. Also das blendet einen. Ich hocke wirklich vorm PC und mache die Augen ein bisschen, kneif sie zusammen, weil das ist echt, oh, die Hitze, man merkt richtig die Hitze durch den Bildschirm. Das und ich meine auch ein bisschen braun geworden zu sein mit meinem Shader. So sieht's aus. Moment, die den Zusammenhang nicht erkennen kann. Natürlich, wenn man dann genauer analysiert, kommt man drauf, aber so als ob man zum Arzt geht, irgendwie mal ein Fuß tut weh und dann hat man aber einen Herzinfarkt oder so. Das dann liegt es am Auto. Aber ist ja ganz klar, liegt denn hier im Auto? Auch raus. Also nee, ich meine jetzt nicht, dass ich Herzinfarkt habe, aber es gibt also so Apps, so Doktor-Apps und so. Da hast du wegen Husten und so schon gleich irgendwie Lungenkrankheit und AIDS und was alles. Und man ist schwanger meistens, wenn man irgendwie Bauchweh hat. Das ist immer schlimm, so, wenn man selbst eine Diagnose anstellen will, dann ist das Internet befragt, da ist man wirklich, also entweder wirklich totsterbenskrank oder schwanger. Der Nebel ist echt geil, ich gucke jetzt da so hoch durch den Nebel zur Sonne und jetzt blendet es mich, jetzt merke ich die Wärme gar nicht mehr, also ich werde das auch nicht mehr braun wahrscheinlich. Das ist jetzt echt lächerlich. Ich habe nur noch die LEDs. Ja, genau. Ach verdammt, was machen wir hier eigentlich, verdammt, hier gibt's keine Schafe, was machen wir hier? Weißt du was, ich mach meinen Wegpunkt nach Home wieder an. Ja, ich sehe den Wegpunkt, also hier in die Richtung geht's, 400 Meter. Dann sollen wir einfach wieder in die andere Richtung, also Richtung zu Hause erstmal, raus aus der Wüste. Ja, können wir machen. Da ist irgendwas. Ach, ich weiß mit dem Mod nicht, was das ist. Das sieht aus wie ein grünes Schwein. Das wird ein Schwein sein. Ja, das wird auch ein Creeper sein. Grüne Schwein? Also sind sie klein und ganz schnell, oder was? Ja, es war tatsächlich ein Schwein, ein kleines grünes Schwein mit, und es hat sogar hier Raw Pork Chops gedroppt, die hier grün aussehen, wie so grüne Leberstücke, widerlich. Dann ist der bestimmt irgendwie infiziert mit einem Zombie-Virus. Ja. Oder er ist schwanger. Oder ein Creeper hat es mit deinem Schwein getrieben und das kam dabei raus. Ich glaube, das ist eher das sieht ganz da nach diesem Sachverhalt aus. Der Creeper war es. Hier steht einfach eine Crafting-Box. Hat jemand vergessen? Ich sehe ein Schaf. Oh Gott. Oder ist es eine Schaf? Kuh? Das Texture-Pack ist so crank. Ich bin mir noch nicht sicher. Vielleicht ist es auch was anderes, ja. Also ich habe mir jetzt so auf der Minimap angezeigt, dass ich auch liebe Tiere sehe. Heißt, ich sehe hier ganz viele Ferkel auf der Minimap und Hühner, aber keine Schafe. Ganz viele Ferkels. Steve Ferkels? Wir haben die Schafe nicht deaktiviert. Wir haben speziell die Schafe deaktiviert. Schafe? Weißt du, da ist so eine Option im Server. Wollen sie auch Betten bauen können? Nein? Nein, okay. Die haben wir aktiviert. Denn wir wollen natürlich alles mit Spinnenfäden machen, weil das die Schwierigkeit noch ein bisschen erhöht. Juhu, Regen! Oh, endlich mal ein bisschen. Wisst ihr was? Heute Morgen hat es bei mir geschneit. What? Es ist ein Schaf. Es ist ein Schaf, ich hab's genau gehört. Zur Zeit 0 Grad oder leider so, nicht es glauben. Ist echt kalt geworden. Ey, Wetter, ey, mach mal leiser hier. Das soll eins dieser Streiche wahrscheinlich sein. Es kann doch gar nicht schneien im Hochsommer. Das geht auch gar nicht. Es ist bei uns immer das Problem, also nicht das Problem, aber das Phänomen habe ich schon etwa einen Monat beobachtet, dass Montag bis Freitags schön sonnig ist bis irgendwie 30 Grad. Ja, und sobald das irgendwie Wochenende ist, schneit es, regnet es, donnert es und ist 5. Ist minus 20 Grad kalt. Außer man hat unter der Woche frei, dann schneidest du auch. Ja, genau. So, ich habe jetzt ganz viel Raw Chicken. Na okay, 6 Raw Chicken dabei. Und einmal schwarze Wolle. Die sieht zwar aus wie irgendwie so ein Kohleblock, aber trotzdem schwarze Wolle. Kohleblock. Ich geh mal kurz, duschen und so. Geh mal duschen. Hat jemand einen Ofen? Ja, ihr habt doch bestimmt Öfen. Ich hab, glaube ich, in die Höhle, einen Ofen reingesetzt. Ich bin mir nicht sicher. Schau mal, also in dieser Mine liegt da eine Kiste und alles mögliche und da dürfte was drin sein. Aber wahrscheinlich sind da keine Kohlestücke mehr. Ach doch, ne? Nee. Ich glaube, du musst mit Baumstämmen arbeiten. Ich muss mit das gute Holz verfeuern. Das ist wirklich eine Verschwendung, die wir hier in den Tag legen. Wir könnten natürlich, wenn wir jetzt in diesem Zuge sehr viele Eier sammeln, könnten wir vielleicht so eine kleine Chicken-Farm
erbauen. Irgendwo auch zentral, so in der Mitte von allen Häuschen. Ja. Ach Gott, ach Gott, guck mal. Ich weiß noch nicht, wie viele Eier ich habe. Sie wollen nicht wissen, was drin ist. Oh nein. Stücke. Gehackstückelte. Und man kann sogar mit dieser Minimap-Mod, wenn man dann autorisiert ist, auch zu den Wegpunkten teleportieren. Wie ach Gott, bitte? Ach Gott. Jetzt geht's aber los hier. Und wenn Sie jetzt anrufen und sofort bestellen, kriegen wir einen zweiten Mod noch gratis. Anfangs war ich erst skeptisch, aber dann habe ich es probiert und ich war sofort da. Viel Mann. Echt nicht schlecht. Viel Mann. So eine Frau auf der Straße. Ich will nach Hause. Viel Mann.